Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet Gladiator HD. Und wir sind hier jetzt noch auf dem Planeten Kronos. So, wir schauen einmal kurz in den Verkäufer rein. Oh, nichts Außergewöhnliches da. Okay. Nehmen wir hier die Boltkugel noch mit. Und einen ganz kleinen Moment. So. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier so reißen können. Mal gucken. Ich muss noch mal kurz mal mir einen Überblick verschaffen, was wir so haben. Oh, so viele Waffen haben wir ja noch gar nicht aktuell. So. Ich sehe gerade. Wir nehmen jetzt einfach mal unseren Jägerminenwerfer. Wunderbar, wunderbar. Ah, noch mehr Gegner. Ich gucke mal ganz schnell mal, ganz fix mal auf die Karte, wo wir überhaupt hin müssen. Ja, alles klar. Ich weiß, wo wir hin müssen. Dann können wir jetzt einmal hier hoch. Und wir sehen schon, da hinten sind auch schon welche. Wir nehmen einfach mal die Waffe hier. Dann können wir die nämlich schon mal ein bisschen bearbeiten hier. So. Können wir die nämlich aus der Ferne auch schon ein bisschen arbeiten. Und vielleicht können wir den auch schon... Genau. Wunderbar. Schwingen wir uns hier einmal rüber. So. Muss ich mal schauen. Au. So. Genau. Alle wegputzen hier. Die Kleinen. Ja. Ist ja süß. So. Wir nehmen jetzt einfach mal die Magma-Kanone. Wunderbar, wunderbar. Wir wollen ja jetzt mal hier ein bisschen vorankommen. Ups. Na. Ach, der da auf seinem Gefechtsturm da. Geht mir auch ein bisschen auf den Zeiger da. Ey, treffe ich ihn nicht. Skandal. So. Oh, alle. Nehmen wir mal jetzt mal einen anderen. Ne? Ah, da sitzt jetzt auch wieder einer drauf. Den müssen wir ja ganz schnell runterkriegen. Jetzt haben wir nämlich bald ein kleines Problem. Ja, ich denke mal. Ja, das sieht doch schon aus wie so eine Arena. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, meine Waffe ist wieder leer. Wunderbar. Zwei Waffen leer. Zwei bleiben uns noch. So, wir sehen also, wir haben jetzt die Modifikation Frieren drin. Und das sieht man auch. Gegner frieren also am Anfang immer ein bisschen ein. Und dann zerspringen sie. Ja, da ist noch Gegner angeblich. Aber ich sehe jetzt keinen. So. Ne, jetzt sind sie weg. Okay. Gut. Na? Nein! Springen wir in den Abgrund. Ja, das war natürlich jetzt nicht gerade nicht gerade gut gelöst. Machen wir jetzt einfach mal mit dem hier. Nee, ich will den mal ein bisschen weiterentwickeln. Der hat sowieso so wenig Munition. Kann man hier ruhig mal die wenige Munition schon mal einsetzen. Ah, wunderbar. So schwach ist die dann doch nicht. So, ich kann ja gleich nochmal nachkaufen. So, jetzt können wir weiter. Wunderbar, wunderbar. Hier werden wir, denke ich mal, wieder den hier nehmen. Weil der hat eigentlich mal ganz gut funktioniert. Ja, jetzt werde ich hier gleich schon wieder getroffen. Das ist ja nicht so geil. Da hinten ist noch einer. Den will ich jetzt schon mal hier platt machen. Habe ich nämlich gleich ein bisschen weniger zu tun. Jupp, jetzt sieht das schon ganz passabel aus hier. Und Hauptsache, wir gehen jetzt nicht wieder... Hauptsache, wir springen jetzt nicht wieder in den Abgrund, weil das wäre doch extrem dämlich. Das reicht, wenn man das einmal macht, pro Part.
So, irgendwie will die Kamera gerade nicht. Jetzt will sie wieder. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass die Kamera nicht drehen wollte. Ja, hier hätte ich jetzt eigentlich auch eine andere Waffe nehmen können. Ich nehme jetzt mal hier die Magma-Kanone. So. Hallo. So. So, weg ist er. Ah. Ja. Mächtig Action hier. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe das jetzt längere Zeit schon nicht mehr gespielt, muss ich gestehen. Die letzte Aufnahme ist dann doch ein bisschen schon wieder her. Jetzt ist meine Waffe auch leer. Nehme ich mal die hier. Ja, okay. Die ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt, wenn ich die hier jetzt einsetze. Ah, dann schmeiße ich immer ordentlich was in die Runde. Und, ja. Dann friere ich die alle mal ein bisschen ein. Würde ich einfach mal sagen. Mache ich hier auch nochmal eine kleine Barriere. Wo hoffentlich dann keiner durchkommt. Okay, vielleicht war ich jetzt ein bisschen verschwenderisch. Mit meiner Munition, weil die jetzt hier überall rumliegen. Aber, das macht nichts. Denn, ja, immer noch genug. Ja, immer noch genug. Ist ja nicht so, dass wir keine Munition mehr hätten. Und zur Not können wir immer noch mit unseren Schraubenschlüssel hier kämpfen. Also irgendwas bleibt uns immer. So, jetzt bitte einmal die Kugeln hätten. Das wäre doch ganz gut. Ah, ich habe mich schon gefragt, wo die Gegner bleiben. Da sind sie auch schon. Ach, zwei habe ich noch. Ach, wie geil. Okay, dann habe ich die dann auch schon mal hier verbrutzelt. Dann nehme ich die hier nochmal. Natürlich nichts getroffen. Ach komm. Ja, genau. Hose weg. Wunderbar, wunderbar. Herausforderung beendet. Ah, 96 Gegner getötet. Das sieht doch auf den ersten Blick gar nicht mal so verkehrt aus. Wer hat gesagt, es sei einfach in die Kathedrale zu kommen? Ich? Naja, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das Darkstar-Team wird sich durch eine Reihe zunehmend tödlicher Arenen kämpfen müssen. Ich wette, damit haben sie nicht gerechnet. Wunderbar, jetzt dürfen wir uns durch die Arenen hier kämpfen. Schmelzgewehr haben wir jetzt. Das Schmelzgewehr ist so eine Art Scharfschützengewehr, das man eigentlich nicht braucht. Deswegen werden wir uns das auch nicht kaufen. Wir werden ein bisschen sparen für etwas Sinnvolleres. Ich muss ja erstmal gucken, was will ich denn mal weiterentwickeln. Der B6 Tilger, der ist hier vielleicht nicht so geeignet. Von den dreien, alle auf Level 4. Ich würde fast sagen, hier die Magma-Kanone. Ja, mach ich doch einfach mal. Upp, vielleicht hätte ich da mal springen sollen. Na komm. Na komm. Wir hauen einfach mal alles raus, was wir hier drin haben. Und wenn die leer ist, dann nehmen wir halt die nächste, ne? Das ist halt kein Thema. Ah, gleich ist leer. Ja, okay. Nehmen wir jetzt mal die nächste hier. So. Der Robotergehilfe ist gerade etwas am Boden. Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn das haben wir schon geschafft. Wunderbar. Ja. Das war mal eine schnelle Runde.